Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Willkommen bei Crunchy Smile Studio 5.0. Ach ja, wieder Zeit hier für ein bisschen Blödsinn. Ich halte mich diesmal ein bisschen kurz. Gibt ein kleines Mal-Tutorial, beziehungsweise eigentlich nur nennt man das, ein Mal-Hack, keine Ahnung. Ich zeige euch tatsächlich heute mal an diesen Seuchenmarinen, an diesen, wie nennt man die nochmal, Seuchenmarinen, ne? Zeige ich euch mal ein bisschen kleinen Effekt, wie mache ich Rost. Man sieht das hier sehr schön. Ich habe hier schon mal eine Grundfarbe angemalt mit Silber, das heißt Dietbelcher. Und zeige euch, wie einfach und effektiv man tatsächlich rostige Klingen machen kann. Rostige Klingen geht total easy peasy. Man nimmt einfach ein schönes Standardbraun. Ich nehme dafür Mountain Brown und ihr braucht Rolls Layer Orange oder halt einen ähnlichen grellen Orangeton. Der Kniff oder der Trick, einen schönen rostigen Effekt zu machen, ist einfach die Farbe zu nehmen. Oh, jetzt sieht man meine viel benutzte Malpalette. Und verdient diese Farbe tatsächlich so stark, dass es die Konsistenz einer Tusche hat. Hat einfach den Grund, dass sie tatsächlich überall reinfließt und auch unkontrolliert. Das heißt, das muss halt nicht hier irgendwie wie eine Glaze irgendwo haften, sondern halt wirklich schön überall reinfließen. Nebeneffekt natürlich ist auch nochmal, weil wir wollen jetzt nicht eine braune Klinge machen, sondern wir wollen eine rostige Klinge machen. Es soll halt so viel Wasser sein. Entschuldigung. Im Endeffekt soll das ganze Wasser wieder verdunsten und nur die braunen Pigmente halt da bleiben. Aber ich mache nichts anderes als... Oh, jetzt muss man es erstmal sehen überhaupt. Ich bin eine doofe Kameraeinstellung immer. Aber ich tusche die Sachen halt einfach nur da rein. Ja, genauso wie hier, zack, drauf, rum da. Kann auch ein bisschen auf die Rüstung kommen, ist völlig egal, weil es gibt ja unterschiedliche Rosteffekte, also das Metall selber kann ja rosten. Es kann auch durch die ganzen Metalle und Co. halt auch Flugrost entstehen. Quasi überall kann Rost sich absetzen. Ich schmier das einfach nur drauf. Zack, alles hier, die Ketten drauf da, richtig, und oben ist unten. Zack. Warum nehme ich zwei unterschiedliche Töne? Es gibt auch definitiv Rosteffektfarben. Also wir haben ja auch hier von GW das Rise Rust. Kann man natürlich zum Beispiel auch nehmen, aber eher zum Trockenbürsten. Kann man auch mit Wasser verdünnen, dass das auch solche Konsistenzen hat. Ich bin so ein Klassikmaler, der da einfach unterschiedliche Braun-Orangetöne nimmt. Einfach um Rost, ja, wie soll ich sagen, realistischer darzustellen. Weil... Wenn Rost entsteht, entsteht das ja nicht in einer Stufe, sondern hat auch mehrere braun, orange Töne generell. Hier zeige ich euch mal so ein fertiges Beispielobjekt. Das ist jetzt nichts Extremes, aber es zeigt euch einfach mal den Effekt. Wo kommt der Sensor? Da kommt der Scharfstellsensor. Hier sieht man tatsächlich dann die Rostsachen, die sich da festgesetzt haben. Hier ganz leicht. Habe ich hier nach vorne irgendwas? Ja, hier die Glöckchen. Dadurch kriegt man halt einen sehr schönen natürlichen Rosteffekt. Jetzt habe ich das Ganze mit Braun gemacht. Das lässt man jetzt einfach quasi trocknen. Und dann nimmt man einfach einen schönen Orangeton. Nimmt diesen. Verdünnt den schön mit Wasser, dass man auch halt so einen ganz leichte Orangetontusche hat. Und dann macht man nichts anderes als drauf. In der Regelfall sollte man warten, bis der Braunton trocken ist. Man kann aber auch ohne Probleme in das Nasse gehen. Dadurch vermischt sich das Ganze noch mal ein bisschen und ergibt dann auch noch mal einen Ton. Also hat man so eine Art Rosteffekt, nass in nass malen. Zack. Ich bin jetzt quasi ein bisschen zeitig angebunden, aber zack, hier rein, zack, da drauf. So. Und mehr mache ich im Prinzip nicht. Das heißt, ich lasse das jetzt noch durchtrocknen. Und dann sieht man am Ende tatsächlich einen sehr schönen Rosteffekt mit wenig Aufwand. Das Ganze hat mich jetzt, weiß nicht, was sagt der Timer, 4 Minuten gelabert, aber effektiv wahrscheinlich 2 Minuten gekostet. So kann man halt sehr schöne Rosteffekte erzielen.
gerade für Orks oder für Chaos oder alles, was halt ihre Waffen halt nicht so pflegt, kann man das sehr gut benutzen. Muss man nicht jetzt spezielle Rostfarbe besorgen. Ihr könnt auch einen anderen Orangeton nehmen, ihr könnt auch einen anderen Braunton nehmen, ihr könnt auch drei Brauntöne und zwei Orangetöne nehmen. Die hängt natürlich dann echt von der Fläche ab, die man halt benutzt, die man halt rostend machen möchte. Aber so gesehen habe ich den Effekt tatsächlich nur mit zwei Tönen gemacht. Und das war's schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht für eure Armeen. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk, kann jeder. Sieht cool aus am Ende. Demzufolge probiert's aus, macht es. Wenn ihr ein paar Sachen habt, wo ihr sagt, oh, Crunchy, zeig mal, was machst du denn, wie kriegst du so einen Effekt hin, möchte ich machen, schreibt mir das in den Comments und ich schaue, dass ich dementsprechend schnellstmöglich da auch noch ein paar Sachen mache. Ja, in diesem Sinn bin ich raus, bleibt geil, macht schön Hobby und ab geht's.